Okay, jetzt wollen wir die 3771 durch 8 teilen. Und ich mache das jetzt einfach in dieser schriftlichen Teilmethode oder schriftliche Division. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Also wir gehen immer einfach von links an die Zahl ran, egal wie groß sie ist, also an der ganz linken Stelle. In dem Fall ist es die 3, also die Tausenderstelle, die 3000, und schauen, ob da die 8 reinpasst. Also jetzt wollen wir wissen, passt die 8 in die 3 rein, 3 durch 8. Und das geht nicht. Also die 8 ist einfach zu groß. Das heißt, wir nehmen noch die Hunderterstelle dazu und fragen uns, passt denn die 8 in die 37? Und klar geht die 8 in die 37 rein, nämlich da hilft uns jetzt wieder unser 1x1, nämlich 4-mal, und die 4 schreiben wir hier hin und dann rechnen wir es nochmal aus und schauen, was dabei übrig bleibt. Also 4 mal 8 ist 32, schreibe ich hier unten drunter. Ups. Ist 32. 30, das ziehen wir ab, weil wir wollen wissen, was dabei übrig bleibt. Das heißt, was nehme ich denn hier? So, 37 minus 32, ja, das ist 5. Okay, und damit wir weiterrechnen können, ziehen wir jetzt die nächste Stelle einfach mit runter. Das ist die Zehnerstelle, also die 7 holen wir jetzt mit nach unten. So, und das ist dann eine 57 und fragen uns wieder, wie oft geht denn die 8 in die 57? Auch wieder das kleine 1x1 einschalten. 8 mal 5 ist 40, 8 mal 6 ist 48, 8 mal 7 ist 56. Und mehr, öfter geht es nicht rein. Das heißt, 7 mal geht hier die 8 rein. Und 8 mal 7, haben wir schon gesagt, ist eben 56. So schreiben wir wieder hin und das ziehen wir wieder ab. Und was bleibt denn da übrig? So, 57 minus 56 ist ganz einfach, ist 1. Und die 1, die nächste Stelle, in dem Fall die 1, ziehen wir wieder runter. Das heißt, das ist 11. Ja, und wie oft geht die 8 in die 11 rein? 11 durch 8, ja, das ist 1. Und 1 mal 8 ist 8. So, und das abgezogen bleibt eine 3 übrig. Das heißt, unsere Aufgabe hat jetzt ein Ergebnis. 3771 durch 8 ist 471 mit einem Rest von 3. Den muss ich unbedingt noch dazu schreiben. Rest 3.